Der gutmütige Braunbär ist eine Erinnerung an das zweite Buch und mit stillem, leisem Stolz sage ich, das ist mein Buch, das durfte ich damals vorstellen, gemeinsam natürlich mit der Maxi. Und ich mag den ganz besonders gern. Der gutmütige Braunbär. Der gutmütige Braunbär, auf dem die Kinder herumtrampeln. Der Braunbär schläft. Er liegt auf der Seite und streckt alle vier Tatzen von sich. Die Kinder schreien und hüpfen auf seinem Bauch. Der Braunbär schläft. Doch plötzlich, der Braunbär hebt seinen Kopf und sieht mit seinen Augen den Kindern ins Gesicht. Mitten ins Gesicht. Die Kinder erstarren vor Angst, es ist mucksmäuschenstill. Der kalte Schweiß zieht ihnen über den Rücken und sie stehen wie erstarrt auf dem Braunbären, ihre Zehen im Fell festgekrallt. Es ist mucksmäuschenstill. Mucksmäuschenstill. Doch dann, jetzt, es passiert. Der Braunbär legt seinen Kopf wieder zur Seite und schläft weiter. Die Erstarrtheit der Kinder beginnt sich langsam zu lösen. Sie öffnen ihre Zehen und steigen langsamen Schrittes wieder auf den Braunbären herum. Und man sollte es nicht glauben, der Tanz beginnt von Neuem. Lieber Gott, wir danken dir, dass du auch ein so gutmütiger Braunbär bist.